In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, was man mit den Matrizen so alles ausrechnen kann und wie man überhaupt damit rechnet. Eigentlich ist es relativ einfach. Matrizen kann man genauso angehen wie die Listen in Python, aber trotzdem gucken wir uns das mal zusammen an. Wie ich bereits in den früheren Videos gesagt habe, wir benutzen jetzt für diese Aufgaben und für NumPy die Originaldokumentation. Originaldokumentation bedeutet, das kommt nicht von mir, das kommt nicht von irgendwelchen dritten Leuten, das sind keine YouTube-Videos von irgendjemandem, sondern das ist die offizielle Dokumentation von den Entwicklern von NumPy. Das heißt hier, wir sind wieder in unserem Quick-Start-Tutorial auf NumPy. Und wir sind letztes Mal bis zu den Basic Operations angekommen, also die Basisoperationen. Und jetzt schauen wir uns das alles zusammen an. Es gibt sogenannte arithmetische Operatoren in NumPy. Das bedeutet nichts weiter, außer diese elementweise Berechnungen. Wie zum Beispiel eine Summe oder Subtrahieren oder so weiter. Hier ist ein Beispiel. Man hat zwei Matrizen. Einmal die Matrize A, die einfach eindimensional ist und die Elemente 20, 30, 40, 50 beinhaltet. Dann hat man sich eine Matrize B erzeugt mit A-Range bis 4. Das heißt, hier hat man sie auch ausgedruckt. So sieht sie aus. 0, 1, 2, 3. Und wenn man jetzt CA minus B berechnet, bedeutet das elementweise, also 20 minus 0, 30 minus 1, 40 minus 2 und so weiter. Und da ist jetzt auch das Ergebnis. Man kann auch natürlich B hoch 2 nehmen, das war ja unsere Powerfunktion, ne? Hoch, und das würde dann 0, 1, 4 und 9 erzeugen und so weiter und so fort. Und dann hat man in NumPy auch verschiedene, sagen wir mal, grundlegende mathematische Funktionen wie Sinus, Cosinus, Tangens und so weiter und so fort. Die kann man natürlich auch alle nutzen. Also wenn man zum Beispiel hier 10 mal Sinus von A nehmen würde, Sinus von a, a natürlich als Grad interpretiert, dann ist das Ergebnis das hier. Und dann kann man auch Vergleiche anstellen, das ist auch sehr praktisch. Ist a kleiner 35 und das daraus errechnet NumPy eine neue Matrize mit den Antworten da drin. Das heißt, a war 20, 30, 40, 50. Was davon ist kleiner als 35? Die ersten zwei Elemente, deswegen die ersten zwei Elemente der neuen Matrize sind wahr, true. Und die letzten zwei sind false, weil es eben schon über 35 ist. Eine Besonderheit von NumPy ist, dass der Operator Sternchen eine elementweise Multiplikation bedeutet. Das ist anders bei anderen mathematischen oder matrizenbasierten Programmiersprachen wie MATLAB. MATLAB, wenn man ihm ein Sternchen gibt, dann macht er eine Matrizenmultiplikation. Und hier NumPy macht daraus eine elementweise Multiplikation. Und hier ist eben auch genau dieser Unterschied dargestellt. Wenn man sich zwei Matrizen hier erzeugt und einfach mit einem Sternchen verbindet, das ist die elementenweise Multiplikation. Das heißt, die 1 wird mit der 2 multipliziert, die 1 mit der 0 und so weiter und so fort. Und das Ergebnis ist dann das. Wenn man allerdings, wenn man ein Matrizenprodukt braucht, also eine Matrizenmultiplikation, dann benutzt man das Add-Zeichen, also genau wie in der E-Mail. Und das erzeugt dann eben eine Matrizenmultiplikation. Eine andere Möglichkeit, die Matrizenmultiplikation zu erzeugen, ist mit der Methode DOT. Das erzeugt auch wiederum eine neue Matrize, gibt es zurück, die die Matrizenmultiplikation ausrechnet. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, genau wie bei C und beim normalen Python letztendlich, nicht eine neue Matrize zu erzeugen als Ergebnis von einer Addition oder Subtraktion oder Multiplikation, sondern sich in einer der existierenden Matrizen das reinzuspeichern. Wie zum Beispiel, wenn man A hier hat und B hat, dann kann man sagen, A ist Sternchen gleich 3. Das bedeutet, jeder Element von A wird jetzt mit 3 multipliziert und das wiederum in A reingespeichert. Das heißt, das Original A, die Original A-Matrize ist nicht mehr da.
So. Hier wird auch auf einen möglichen Fehler hingewiesen. Was würde passieren, wenn jetzt A und B verschiedene Typen haben? Wenn A und B verschiedene Typen haben und aus dem Produkt oder aus dem Ergebnis eine neue Matrize erzeugt wird, dann hat sie den, sagen wir mal, den genaueren Typen. Also wenn ich zum Beispiel Float und Integer hatte, dann wird das Ergebnis Float sein. Wenn ich allerdings diese Möglichkeit hier nutze, dass ich in einer der existierenden Matrizen sofort reinspeichere, dann wird das nicht automatisch konvertiert und vor allem nicht runter konvertiert. Das ist das sogenannte Upcasting oder Downcasting. Upcasting bedeutet, man castet es hoch, also man wird genauer. Wenn man downcastet, bedeutet das, man wird ungenauer. Das heißt, man war zum Beispiel ein Float und jetzt ist man in ein Int gewandert. Und das wird eben, also wenn man es, das Upcasten wird normalerweise automatisch ausgeführt, das Downcasten allerdings nicht. Das muss man sozusagen extra sagen, dass er das machen soll. Was gibt es hier noch für interessante Sachen? Es gibt die sogenannten unären Operatoren. Die unären Operatoren sind diejenigen, für die man nur ein Parameter braucht, also nur sozusagen einstellig operiert. In unserem Fall mit nur einer Matrix. Unäre Operationen sind die Summe aller Elemente, die man sich mit Punkt Sum ausdrucken lassen kann. Man hat die Möglichkeit, das minimale Element zu finden, das maximale Element zu finden und so weiter. Und was man auch noch machen kann, es ist manchmal sehr nützlich, wenn man diese unären Operationen nicht über die komplette Matrix ausführt, sondern über eine bestimmte Dimension. Zum Beispiel möchte man in einer bestimmten Spalte das Minimum finden oder in einer bestimmten Zeile das Maximum. Hier ist so ein Beispiel, wo B eine Matrize mit drei Zeilen ist und vier Spalten. Und man kann jetzt diese Summe über der Dimension 0 ausführen. Die Dimension 0 sind die Spalten. Das heißt, wenn ich jetzt B sum x ist gleich 0 schreibe, dann ist das Ergebnis 12, 15, 18 und 21. Das heißt, das ist jetzt über die Spalten ausgeführt, die Summe. 0, 4 und 8 macht 12, da ist die 12. 1, 5 und 9 macht 15 und so weiter. Hier hat man nochmal die Möglichkeit gezeigt, wie man das minimale Element über die einzelnen Zeilen aussucht. In diesem Fall ist es hier die 0, das minimale Element. Das kleinste Element in der zweiten Zeile ist die 4 und hier ist es die 8. Und genau das wird hier auch erklärt. Und hier hat man so eine ziemlich verrückte Funktion, die ich bis jetzt eigentlich selten benutzt habe, aber trotzdem ist sie interessant. Das nennt sich Cumulative Sum über eine bestimmte Dimension. In diesem Fall ist es jede Zeile. Und was man macht, ist, dass man in jedem Elementen die Summe der vorherigen reinschreibt. Also statt den richtigen Elementen die Summe der vorherigen in diese Zeile. Das heißt, hier 0 ist eben 0, weil es das erste Element ist. Dann 1 ist auch immer noch 1, weil es 0 plus 1 ist. Aber dann kommt 0, 1 plus 2 und das wäre dann die 3. 0, 1, 2 plus 3, das wäre dann die 6 und so weiter und so fort. Aber das wird eben nur über die Zeilen gemacht und nicht weitergemacht in der zweiten Zeile. Das heißt, hier fange ich wieder bei 4 an und so weiter. Jetzt sollten Sie sich zu Hause auch nochmal die restlichen Funktionen kurz zumindest anschauen. Es geht jetzt nicht darum, dass Sie jede Funktion wirklich pedantisch ausprobieren und alle Ihre möglichen Parameter angucken und so weiter. Aber es ist auch keine schlechte Idee, sich die einzelnen Funktionen anzugucken und so ein bisschen zu merken, was können Sie überhaupt für einen tun. Es ist sehr oft eigentlich in solchen mathematischen Programmiersprachen oder in solchen mathematischen Modulen, dass man Funktionen neu implementiert und das nimmt einem meistens ein paar Tage in Anspruch, je nachdem, wie kompliziert das ist. Und dann stellt man irgendwann später fest, ups, das gab es eigentlich schon alles. Nur weil man eben nicht wusste, dass diese Funktion da ist. Deswegen sagen wir es auch immer wieder, Sie sollten in der Dokumentation doch ein bisschen rumblättern, ab und zu mal durchschauen, was gibt es da.
Und jedes Mal, wenn Sie auch eine Funktion brauchen, wo man denkt, naja, eigentlich ist es eine Standardfunktion, aber bis jetzt habe ich sie noch nie benutzt, sollte man in der Dokumentation erstmal nachschauen, ob sie vielleicht doch nicht schon da ist. Gucken Sie sich das an und manche der Online-Übungen werden eben auch einige von diesen Funktionen dann benutzen. Dankeschön.